Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Wir machen diese Nebenmission hier. Hallo. Wir haben gesucht. Was wenn sie... Er trägt die Tätowierungen der Rakihat. Er wird uns helfen. Was Hallo. Ist denn? Mein Liebling. Mein Juwel. Ui, das wie konnte sie das komisch. Nur tun? Wegen einem Jungen? Einer, lass mich reden. Hör. Meine Tochter Nadia und ein Freund sind fort. Sie wollen... sich umbringen. Oh. Okay. Sie sind jung, närrisch. Sie denken, das Leben wird niemals besser, also gingen sie. Bitte, finde Nadia, bring sie zurück. Sie ist jung. Wir suchten überall. Wenn was mich bewegt. Nein, nicht überall. Wir waren nicht am Biharok. Bitte, Herr, kannst du nicht? Du wirst Och, schneller jo, sein. Alter, das war wirklich schlecht. Zeitlos hört sich so an. Ich bin Nadia und ihren Liebhaber. Okay. Meine Fresse, Alter. Also... Warum man auch immer die Kamera in den Cutscenes bewegen muss. Wo ist das Auto eigentlich schon wieder? Hier war doch immer eins. Nur weil es einmal weggefahren ist, ist es für immer weg? Fällt mir nicht. Okay. 8 Molotovs, 8 Granaten. Ich sehe euch doch da schon. Achso, wahrscheinlich haben die hier das genommen, ne? Mensch, sind es vielleicht wieder vorne? Achso. Au. Mist viel. Alter, die zu heute lohnt sich gar nicht, weil wir das Zeug gar nicht brauchen, aktuell. Also, vielleicht brauchen sie in der Zukunft, aber jetzt halt nicht, weil hab halt nichts. Hallo. Bist du verletzt? Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen, aber als wir hier ankamen, redete er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Ja, das klang aber anders bei den Eltern. Er wollte mich erschießen. Bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Ja, gerne. Es zur Hölle. Warum bist du, Julia? Dann nehmen wir erstmal ein bisschen Geld mit, ne? Ein Dollar? Warum nicht, ne? Okay, dann können wir dieses blöde Auto hier nehmen. Und dann haben wir jetzt noch die Aufgabe hier vor uns. Krokodilallee haben wir, glaube ich, auch nicht gemacht. Hm. Weiß nicht. Bambuspass. Bambuspass sagt mir was, glaube ich. Ich glaube, das Rennen haben wir gemacht. Und das hier vorne? Surfen, Töffeln, glaube ich, auch nicht. Aber ich glaube, die muss man auch nicht machen. Ich glaube, die sind halt wirklich optional. Das ist nicht mehr für irgendwie 100% oder so. Annähernd 100%. Jetzt sind hier auch die Autos wieder da. Hm. Wahrscheinlich waren die extra für die Mission dann weg. Was soll ich denn hier tun? Bären haben ein Pharmazerfleisch. Erlege sie mit der am Zier gestellten Brotflinte. Okay. Immerhin. Wie komme ich denn am besten hin? Im Endeffekt hier rüberfahren, dann am ja, Fluss lang. Ja, mein Auto komplett zerstören. Was seid ihr denn? Wildschwein oder so? Habe ich es nicht gerade überfahren? Das ist ein Tapir, oder?
Natürlich läuft es jetzt gerade weg, wenn ich meinen Pfeil losschieße. Also Yatcha Tapir, da habe ich nochmal geschossen. Tapire sind große, sanftmütige, vegetarische Säugetiere, die auf Rogaden recht häufig sind. Sie erinnern mich an die Hippies bei uns zu Hause, mit dem Unterschied, dass Tapire mir nicht ständig in meine Begonien machen. Was haben wir denn noch? Achso, das ist ein Relikt, klar. Wir haben, glaube ich, ein neues Reiher-Relikt oder so. Genau das hier. Nummer 23, wichtig. Davon brauchen wir 4 Stück aktuell. Ich habe mir ganz schön viele Pfeile verschossen, die ich nie wieder bekomme. Bist du nur Mistvieh? Ich glaube, ich hab's getroffen. Hier habe ich, perfekt. Ekelhaft. Robuster Rucksack, genau, den möchte ich auch gerne machen. Ich glaube, als nächstes könnten wir. Dingofeld nochmal, okay. Jetzt können wir nochmal Munition? Ne, Munition war Büffel. Irgendwas war, glaube ich, hier noch mit Tapir. Das könnte auch der hier sein, der Köcher, ne? Ja, genau, hier nochmal. Den Köcher brauchen wir nochmal Tapirfell, das ist doch schon mal gut. Dann können wir die hier gleich holen. Also ich muss hier noch die Bären hier legen, ne? Da ist ein Bötchen, bin ich mit dem schon gefahren? Grundsätzlich sagen nein. Sieht neu aus, es hat auch ein Geschütz oben drauf. Sieht cool aus. Patrouillenboot. Damals habe ich 2 davon auf Patrouille geschickt. Sie kamen nie zurück, nur die leeren Boote. Der Dschungel hatte sie gefressen. Okay. Dschk. Das Dschk wird oft als Kaliber 50 bezeichnet. Tatsächlich verschießt es aber 12,7 mm Patronen. Wirklich. Wenn du nur ein paar Leute abknallen willst, wirst du damit gut klarkommen. Okay. Das klingt auf jeden Fall cool. Ich tippe auf, dass ich in die Hürde gleich rein muss mit der Schrotflinte. Ist nur die Frage, was wir dann gleich ersetzen. Also welche Waffe hier liegen lassen. Das heißt für die Scheibe Pistole. Obwohl, eigentlich könnte ich auch das hier liegen. Oder die Sniper. Bin ich nicht sicher. Ich glaube, ich lasse die Sniper hier liegen. So, wo ist der ganze Quatsch da? Und da ist auch noch was zum Looten. Okay, normal nachladen geht nicht. Bärenfell brauchen wir sicherlich viel später noch. Also das würde ich vielleicht nicht verkaufen. Asiatischer Schwarzbär. Der asiatische Schwarzbär hat eine auffällige weiße Brust und gilt als äußerst aggressiv. Aus diesem Grund ist er auch das chinesische Neujahrsmaskottchen Castro. Okay. Verstehe ich jetzt persönlich nicht, aber gut. So, 4 Schuss habe ich dafür anscheinend gebraucht. Nom. Oh, Licht geht natürlich automatisch an. Cool. Kurz mal rausrennen und nachladen. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass mein Fahnenkreuz rot geworden ist. Rotflintenjagd, Bären. Bisschen Geld davon noch bekommen, ist auch nicht schlecht. Nur ein Bärenfell. Kiste. Was mit dir? Schöne Muschel. So, warum nicht? Was denn macht ihr hier? Ist ein Krieg oder was? Nom.
Gleich Takedown. Hey du, können wir reden? Ja. Was denn? Hey du, du bist gerade rechtzeitig gekommen. Danke. Oh, kein Problem. Oh, ich krieg sogar Geld, wenn ich denen helfe. Ja, ja doch. War richtiger Satz, ne? Ich krieg sogar Geld, wenn ich denen helfe. Ja, klingt richtig. Ja, ich habe schon wieder ein bisschen Schwachsinn erzählt. Aber nö. Scheint wirklich ein richtiger Satz gewesen sein. Genau, dann haben wir jetzt vor uns Tapire jagen, weil ich halt auch gerne Köcher haben wollen würde, weil je mehr Feuer ich habe, desto mehr kann ich ja verschießen. Und ihr wisst ja alle, dass ich nicht so ein besonders guter Schütze hier in dem Spiel bin. Und gerne mal Sachen verschieße. Wo kam ich denn überhaupt her? An der Seite, ne? Ich bin ja gerade durchs Wasser gelaufen. Ich dachte gerade, hier wäre so ein Fluss gewesen, aber der war ja gar nicht da. Das ist ja der hier. Oh. Ist ein bisschen aufs Maul gekommen. Hallo? Wo seid ihr denn? Tapire. Ich könnte mir natürlich so eine gelbe Spritze machen, ne? Herstellung. Nächste Fähigkeiten. Wir haben ja 3 Skillpunkte, die ich aktuell nicht benutzen möchte, weil wir halt nichts Sinnvolles gerade haben, aus meiner Sicht. Weil ich will in die Richtung gehen und da habe ich ja gerade nichts. Obwohl ich kann das hier noch machen, ne? Warum nicht? Weil ich werde es ein paar Mal noch benutzen. Jagdinstinkt. Und wie komme ich hin zurück? So nur, okay. Ja, komm nämlich mit, ne? Wo war denn das? Das war heilen? Das war falsch? Ich glaube, mittlerweile machst du das, oder? Oh ne, das ist Granate kochen und Granate machen. Oh, wo war denn das? E? R? F? Tab? 1? Okay, auf 1 kann ich es auf jeden Fall machen. Okay, das ist auf der 7. Dann hauen wir uns mal eine 7 rein, würde ich sagen. Okay, die Kohlen können wir auch noch mitnehmen. Jagdinstinkt. Da sind Tapire. Sogar echt viele, ne? Wo ist das Vieh hin? Hier vorne ist auf jeden Fall 1. Ich habe noch 2 erschossen. Ach, da vorne. Okay, ne. Ist es nicht? Wo war denn das? Ist doch hier vorne gleich, oder nicht? Hm? Das ist nicht runtergefallen, oder? Doch, ist es. Nö, das Vieh nicht runterfallen. Ich brauche dich doch noch. So, robuster Fallköcher. Dann bauen wir den nämlich auch gleich mal. Und Bärenfeuer. Können wir gleich einen Starken noch machen? Wieso nicht? Okay, und dann brauchen wir Haut des Menschenfressens. Und das ist, glaube ich, ein Hai. Aber ja. Wenn ich das gerade schon habe, wieso nicht machen, ne? So, ihr seid noch mehr Tapir. Was ist denn da hinten? Sieht so nicht textuös, aber ich glaube, das soll tatsächlich diese Farbe sein. Okay, wir haben hier einen Außenposten. Wir haben hier einen Funkturm. Wir haben noch eine Rakyat-Prüfung. Oh, wir haben so viel Rakyat-Prüfung. Ich hasse die. Und wir haben hier noch eine Mordaufgabe, die wir machen können. Ich sage, machen wir die als nächstes. Ja, und ansonsten Dingos brauchen wir noch. Wahrscheinlich hätte ich irgendwie Munitionsgurte für Bärenfell benutzen können, aber ich mag den Bogen ja schon ganz gerne. Ich kann mal kurz gucken, was hier ist. Hier ist so eine Höhle, oder? Ne, das ist die Höhle, wo ich eben gerade war. Ja, das ist die Bärenhöhle. Merke ich auch. Wenn man so aus einer anderen Richtung ankommt, dann kann man ja schnell mal übersehen, dass man da schon drin war. Weil es auf einmal so komplett anders aussieht. Genau, Mordaufgabe. Hallo, Freunde. Das nehmen wir noch mit. Aber ich habe gerade nur 3 Heilspritzen. Was habe ich denn alles noch für Spritzen? Weil ich habe irgendwie 7 Stück. Na, Herstellung. Also ich habe einen Kampfspritzen. Okay. Ja, mach Medizin, los. So. Dann würde ich sagen, okay. Dass ich da jetzt Fallschaden nehme, sehe ich nicht so unbedingt, aber gut. Bin ich nicht mit dem Auto hingefahren? Doch, da vorne bin ich mit dem Auto hingefahren. Können wir das gleich nehmen und die Mordaufgabe dann machen. Würde es cool finden, wenn die Mordaufgabe auch
empfehlen würde, wenn mit dem Bogen erledigt und nicht nur mit dem Messer, weil ist ja im Endeffekt auch eine normale Kriegerwaffe von Irakiat. Wäre schön, wenn das Spiel noch ein paar Frames mehr für mich über hätte. Also 45 Frames ist jetzt nicht so viel tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie das in Aufnahmen aussieht. Ich glaube, es ist irgendwo unter Tage wieder. Hallo Freunde, hier gibt es auch schon mal Loot für mich, ne? Das normale Schwein, okay, ist auch unter Tage wieder. Ah, was soll ich denn hier tun? Ein Pirat tötet zwischen hier und Dr. Earnhardts Haus Unschuldige. Tötet ihn mit meinem Messer. Okay. Ich bin schon weit weg, ne? Also Dr. Earnhardts Haus ist halt auch echt weit weg eigentlich von hier. Weil hier ist ja so ziemlich Mitte der Map, würde ich fast sagen. Und Dr. Earnhardts Haus ist hier praktisch am linken Ende der Map. Es regnet es auch noch. Nur der ist wirklich weit weg hier. Dann schleichen wir es hier mal an, würde ich sagen. Zählen wir das, glaube ich, ne? Genau. Da ist einer, da ist einer. Was hat er da? Mit dem Messer oder einem Takedown? Er hat irgendwas in der Hand, aber ich weiß nicht was. Also sieht aus, als wäre es irgendein Tierchen oder sowas. Okay, der ist da. Hallo! Du Lutschpuppe? Hallo, du Lutschpuppe. Gib einen Takedown. Okay, da hinten ist noch mehr los. Den Baum habe ich schon mal gelootet gehabt. Das heißt, wir können unser Offroad-Fahrzeug wegfahren. Und Richtung Medusa, würde ich sagen. Können wir hier nochmal anhalten? Genau, wie rennen, wie gesagt. Das werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr machen, weil ich sie gar nicht so lustig finde. Muss die auf die andere Seite? Ich hoffe doch. So, eine kurze Loot-Tour noch bis Richtung Medusa und dann können wir im nächsten Part mal mit der Story weitermachen. Was ist hier? Also klar Krieg, aber warum? Ich habe die gar nicht gelootet, ne? Meh. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Hallo Freunde, was gibt's denn hier Schönes für mich? Ein bisschen Müll. Ein bisschen Müll und ein bisschen Müll. Cool. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Dann können wir mal runterrutschen. Hier gibt es noch Loot. Vielleicht soll ich den einen Typen da nicht looten, weil er einer von denen ist, also von uns, unseren Rakiat-Freunden.
Vielleicht mögen die das dann nicht so gerne, weil ich da, die direkt daneben stehen, ich dann eben Kumpan loote. Deshalb möchte ich erstmal nicht. Sie? Ne, Frames brauche ich nicht, Spiel, alles gut. Aber hier ist keiner in der Nähe. Wenn keiner guckt, nehme ich den mit $1. $3. Ich glaube, wenn das freundliche NPCs sind, dann geben die echt wenig Geld. Okay, und die sind einfach normale Hunde. Weißt du, ein Hai? Gut, dann würde ich sagen, gucken wir kurz auf die Karte. Okay, ist ein ganzer Weg. Würde ich sagen, fahren wir im nächsten Part dahin und machen das auch gleich. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein, ciao.